hier in unserem Fahrzeug. Wir filmen hier gerade für die Internorga. Die Internorga ist nämlich eine Gastronomiemesse. Da werden wir euch gleich mal mit hineinnehmen. Und wir sind ganz gespannt, was der Tag heute bringen wird. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Messegelände. Da geht es gleich richtig ab. Wir suchen nach geilen Sachen für den Onlineshop. Richtig spannende Dinge. Wir suchen nach ganz vielen spannenden Sachen für die Rösterei. Dann Inneneinrichtung. Was gibt es denn da alles Spannendes? Da gibt es zum Beispiel Ladenbau, Stände, Gastrogeschichten. Ja? Richtig coole Siebträgermaschinen. Die gibt es da und wir müssen dann auch noch herausfinden, ob die nicht nur schön aussehen, sondern vielleicht auch noch mal was können. Hier sind wir jetzt in Hamburg. Ich zeige euch mal, wie das da hinten aussieht. Da hinten dann zeigt der Turm schon, wo wir hin müssen. Dort geht es nämlich Richtung Messegelände. So sucht man sich heute einen Fußballspieler. Grün heißt gehen. Hallo Trolli. Los Trolli. Marsch. Trolli ist nämlich ein kleines Platzwunder. Guck mal, wie dick der ist. Da vorne sehen wir schon eine große Besonderheit dieser Straße in Hamburg. Ich weiß nicht, wie bekannt der Laden ist. Auf jeden Fall scheint er Kultcharakter zu haben. Da vorne geht es nämlich zum tanzenden Einhorn. So, da sind wir schon kurz vor unserem erklärten Ziel. Da ist das Türmchen. Uiuiui. Und da sind die Messehallen. So, da werden wir. Jetzt gehen wir mal rein. Weil wir auch keine Minute verpassen wollen, stellen wir uns jetzt gleich mal pünktlich an. Es gibt relativ viele Hersteller, die umweltfreundliche Verpackungen für den, im Einwegbereich produzieren wollen und nicht alle halten ihr Versprechen. Also viele sind augenscheinlich umweltfreundlich, die kann man dann auf den Kompost schmeißen und da würden sie dann verrotten. Keiner sagt, wie lange sowas dauert, bis es verrottet. Und wir nehmen das ein bisschen ernster und suchen quasi den Hersteller, der wirklich umweltfreundliche Einwegverpackungen anbietet. Sydney ist hier schon voll am Kämpfen und wir werden jetzt gleich mal einen Katalog abgrasen. Es ist mindestens schon der dritte, den wir heute sehen und werden das ganze Angebot noch mal genauer prüfen für uns und für die Kaffeerösterei. So, wir werden mal einen Katalog mitnehmen und rein in die Kiste. Wir sind jetzt hier gerade bei GEPA. GEPA ist, ja, wie man kennt, nachhaltiger Lieferant für Kaffee, Tee und auch Rohstoffe wie Rohrzucker. Da findet man besonders umweltfreundliche und fair gehandelte Produkte, die dann auch dem Kaffeebauern zugute kommen oder entsprechend dem Produzenten. Und jetzt gibt es hier auf der Messe in Internorga eine neue Produktneuheit, den Chai. Wir haben hier drei Sorten, so wie es aussieht. Das ist hier so ein schönes Pulver. Riecht schon relativ intensiv. Ja, das scheint wirklich eine hochwertige Mischung zu sein. Wir wollen uns dann jetzt mal bemühen, dass wir den Gepa-Chai auch bei uns im Sortiment aufnehmen. Ihr schaut euch das mal an. Das ist ein mundgeblasener, doppelrandiger Thermobecher aus Glas mit einem Gummiring drumherum, dass man es auch wunderbar anfassen kann. Aber auch das ist ja bei doppelrandigem Glas nicht das Problem. Mit einem schönen Glasdeckel drauf. Also ich finde, das Teil ist ja mal der Oberhammer. Wir sind hier gerade bei einem von, ich würde sagen, ungefähr drei coolen Siebträgerhersteller, die wirklich schöne Siebträger und auch funktionelle Siebträger liefern, bei Faema. Und hier sehen wir eins dieser besonders schönen Modelle. Ja, wir haben hier ein schönes, großes Sieb, ja, einen schönen Holzgriff, heiß wie Hupe. Zack. Wirklich tolles Modell. Also, das ist die E71 GTI. Ja. Wirklich in dem Fall. Und ich zeige jetzt einfach nochmal die manuelle Steuerung, den Fusionszeit. Rührzeit. Stark. So, wir sind jetzt hier gerade bei Lachimbali und wir gucken uns hier mal richtig, richtig coole Kaffeemaschinen an. Hier hinter uns ist schon mal die M100, das Topmodell von Lachimbali. Hatten Sie einen Favoriten so als Landgast? Äthiopien gewaschen. Haben Sie schon verstanden, was der Unterschied ist? Gewaschen und unwaschen? Ich spreche streng. Also, Frog Coffee, Freunde der Nacht. Ist an, ja? Ja, also, bitte unbedingt mal reingucken bei Frog Coffee auf YouTube, Megakanal im Bereich Kaffee. Hier bei Dallmayr mit verkostet. Danke, einschalten, gucken, Frog Coffee. Der Mann ist großartig. So, wir genehmigen uns jetzt noch einen kleinen Drink. Das ist ein Cold Brew Coffee, aufgepimpt mit Ingwer und Ingwerwasser. Ziemlich geiles Zeug, könnten wir wahrscheinlich auch in der Feuerwehr gut anbieten.
Wir haben gerade, was ihr gesehen habt, einen kleinen Workshop gemacht bei Dallmayr. Es ging darum, Kaffees aus aller Welt mal durchzutesten und die Unterschiede von den Anbaugebieten herauszufinden, geschmacklich. Und das durch dieses Schlürfen. Und es ist ziemlich krass gewesen. Wir haben uns sehr gefreut, hier bei Dallmayr Gast zu sein. Und machen uns jetzt noch auf den Weg und schauen uns noch ein paar weitere Stände an. Schaut euch das mal an. Ich habe gerade ein mega cooles Konzept gesehen. Da haben wir hier einen richtig schönen Backtresen. Ja? Und über dem Backtresen sind hier wunderbare Anzeigetafeln, Videobar, die einfach den Inhalt zeigt, was da gerade angeboten wird. Hier wird Brot frisch gebacken, wunderbar zur Schau gestellt, die Beleuchtung stimmt. Könnt ihr euch genau das auch für die Kaffeerösterei und für die Feuerwehr vorstellen? Ja, schreibt in die Kommentare hier unter diesem Video und erzählt uns das mal. Wir haben es geschafft für heute. Wir sind einige Messehallen durchgegangen und haben für euch nach den besten Produkten gesucht und neue Ideen gesammelt. Und jetzt geht's für uns nach Hause. Unter anderem haben wir von unserem Haus und Hof Kekslieferanten Hoppe ein neues Produkt dabei im Gepäck, ja, die guten Kekse in der Bio-Variante, das hervorragend zu uns in den Online-Shop passt. Jetzt haben wir ganz, ganz viele neue Ideen auch für das Feuerwehrprojekt. Das wird eine super spannende Sache. Uns glühen die Füße und wir fahren jetzt nach Hause. Ciao, bis bald.